Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Madden-Freunde. Mein Name ist Eismännchen und die, die mich öfter sehen, die wissen es. Heute ist Super Bowl. Ich bin heiß und ich hoffe, ihr seid auch heiß. Ja, auf meinem Kanal gibt es nun mal Madden und dann muss natürlich auch der Super Bowl gezeigt werden. Ich habe mir heute was ganz Besonderes ausgedacht, trotz einer kleinen Erkrankung meinerseits. Werde ich den Super Bowl hier durch Madden simulieren lassen. Das machen die Amis ja mit Tradition auch. Die letzten 8 von 10 Duelle da aus der Simulation ging mit dem richtigen Ergebnis auch im Bowl aus. Und wir haben heute Sonntag, wir haben den 2.2. Heute Nacht ist Super Bowl in Amerika. Und deswegen machen wir das heute. Es ist also soweit. Pete Carroll trifft auf John Fox. Peyton Manning trifft auf Russell Wilson. Und Seattle trifft auf Denver. Das ist also die Konstellation im Super Bowl 2014. Es wird selbstverständlich darauf ankommen, wie die beste Offense der Liga aus Denver, die beste Defense der Liga aus Seattle im Griff hat, wie sie das umsetzen können. Und ihr seht es, der Kickoff wird ausgeführt von den Denver Broncos. Ich muss dazu noch mal ganz kurz eins sagen, diejenigen, die mich öfter gucken, sorry für letzten Mittwoch, ich konnte leider nichts hochladen, weil ich einfach ziemlich kränklich bin im Moment und heute habe ich mir die Tabletten genommen und die Zeit genommen, für euch wenigstens den Super Bowl zu performen. Den werden wir in zwei Teilen gucken. Heute Sonntag und morgen Montag gibt es jeweils ein Part für euch. Auch wenn morgen der Sieger schon feststeht, macht es ja trotzdem Spaß, die Simulation zu Ende zu verfolgen. Ja, und das Spiel ist hiermit eröffnet. Der Super Bowl läuft. Ich muss gerade einen Schluck Tee trinken, während Russell Wilson zum ersten Mal aufs Feld läuft und die letzten Instruktionen von Pete Carroll bekommt. An der 17-Yard-Linie also wird Wilson eingreifen. Gucken wir mal, das erste Huddle des Tages ist hier. Mal sehen, wie die Seahawks diese Spiele eröffnen. Na, wahrscheinlich über einen Lauf mit Marshawn Lynch. Marshawn Lynch ist ja der, ja, muss man schon fast sagen, beste Running Back derzeit in der NFL. Und der wird hier zum ersten Mal gestoppt. 4 Yards Raumgewinn für Lynch. Und während Peyton Manning zum MVP der Regular Season ernannt worden ist, kann sich heute hier ganz sicher ein anderer auch mit dem Vordergrund spielen. Wir werden einmal schauen. Ich habe da so meine Favoriten. Das könnte einmal Marshawn Lynch sein. Selbstverständlich könnte es auch Darius Thomas sein. Oder natürlich selbstverständlich Peyton Manning und Russell Wilson ebenso. Es könnte natürlich aber auch ein Verteidiger werden. Ne? Ich denke da ganz besonders an Sherman, Richard Sherman, das alte Monster. Gucken wir einmal. Wie gesagt, sollte ein bisschen Nase hochziehen und Kribbeln in meiner Stimme sein. Nehmt es mir bitte nicht übel. Heute ist Super Bowl, da muss man durch alles durch. Es sind 27 sind wir. Es ist noch ein Jahr zu gehen. Der erste, dritte Versuch also schon für Seattle hier im Bowl. Gucken wir einmal, was passiert. Ich tippe auf einen Laufspielzug. Das würde mich nicht überraschen. Nein, Wilson wirft zum ersten Mal Screen of Turbin und der holt das First Down für sein Team raus. 7 Yards Raumgewinn für Turbin. Guter, schneller, kurzer Pass von Russell Wilson und ja, da kann man natürlich ein First Down mit markieren. Also, der erste Drive im Spiel hält an. Turbin ist da, ich habe die Uhr auf 4 Minuten gestellt, einfach weil das sonst zu lang wird hier, wenn man das simuliert. Das kann man ja nicht wegdrücken. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das kann man nicht wegdrücken. Das muss man sich schon mal ganz angucken. Und deswegen habe ich die Uhr mal auf 4 Minuten gestellt. Wir werden trotz allem selbstverständlich gute Action sehen, das ist vollkommen egal. Ich weiß nicht, in Amerika durchsimuliert, das Ergebnis habe ich nicht gehört. Wisst ihr es? Dann nennt es mir mal. Ich bin hochgradig gespannt. So, also nächster Snap im Spiel. Wilson übergibt auf Marshawn Lynch und der holt 4 Yards, sehe ich. Raumgewinn raus. Myers ist da und tackelt Lynch. Also das ist natürlich ganz klar. Eigentlich müsste sich Denver darauf eingestellt haben, dass die Jungs übers Laufspiel kommen. Genauso wie die Seahawks mit der besten Passverteidigung der Liga sich darauf eingestellt haben sollten, dass Denver über das Passspiel kommt. Das sind aber nur so Kleinigkeiten. So, Aufstellung ist da, Shotgun-Formation. Russell Wilson hat Zeit, wirft auf Tate und der holt... Nein, Incomplete Pass. Ich hätte gedacht, der catcht und holt das nächste First Down. Incomplete Pass und da guckt Pete Carroll zum ersten Mal ein bisschen sparsam aus der Wäsche. Es war fast ein sicheres Ding, aber da kam ein richtig starker Hit von hinten. Hit von hinten. Und damit hat sich das erledigt. Wichtiger dritter Versuch schon im zweiten Down. Haben wir eben schon gesehen. Der erste Turn hat schon den dritten gebraucht. Jetzt sind wir im zweiten Turn. Und auch da gibt es einen dritten Versuch für die Seahawks zum Raumgewinn. Gucken wir mal, was Wilson jetzt liefert. Es ist alles ziemlich zu. Er läuft selber. Russell Wilson läuft. Und kein First Down, bin ich der Meinung. Kein First Down. 4 Down Inches. Und jetzt bin ich gespannt, ob die punten. Also ich würde nicht punten, aber im Super Bowl würde ich das natürlich dann doch. Genau. Sie werden es selbstverständlich tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Fake-Spiel zukommt.
Vierter und Inches, so hart ist es manchmal. Da hat einer von der Defense super aufgepasst. Ryan puntet den Ball. Peyton Manning also jetzt am Zug. Holiday mit dem Reception und ja, 23-Yard-Linie ist der Ausgangspunkt für die Broncos zum ersten Drive im Super Bowl. Hier seht ihr den Peyton Manning, den MVP der Regular Season und auch den spielbestimmten Mann im Halbfinale gegen die Tom Brady New England Patriots, wie ich sie gerne nenne. Ja, Brady outgespielt so ein bisschen, die Pats natürlich auch letztens geplagt, aber Manning hat es souverän gemacht, gute Leistung und verdient eingezogen, das sage ich als Patriots-Fan, in den Super Bowl. Erster Play-Action-Fake von Manning und der geht ins Aus. Erster Versuch also gescheitert, um durchzukommen, während ihr hier die Offense-Line der Broncos seht. Demaryius Thomas, ihr habt den Hester, Driesen, Welker, also das ist eine absolute Wahnsinns-Rubrik von Wide Receivern und Offense-Playern angesiedelt. Und bei Seattle sieht das nicht so ganz so gut aus, aber dafür haben sie halt eine Monster-Defense, muss man ganz klar sagen. Und jetzt gucken wir uns zuerst mal an, wie die Defense hält. Manning hat gerade sehr viel Zeit in der Pocket, sieht Decker und holt das First Down und mehr. Eric Decker ist an der 30 und wird gehalten. Eric Decker, 54 Yards Raumgewinn mit dem ersten Catch dieses Wide Receivers hier. Da haben wir ihn erst nach Thomas, der Zweitbeste in der Statistik des Teams, was Catches angeht und Yards angeht. Und jetzt hat er erstmal einen richtigen Run hingelegt. Das ist stark und jetzt sind die Broncos zum ersten Mal in der Red Zone des Seahawks. Und das wäre natürlich ein Start nach Mars für Denver. Keine Frage. Und ich muss in der Zeit erstmal wieder einen Schluck Tee trinken. Das wird uns das ganze Spiel über begleiten. Und das tut mir auch leid für euch. Ich hoffe, ihr werdet es verkraften können. Tja, und jetzt muss man natürlich das gute Rad teuer an der 22-Yard-Linie. Das heißt, mitten in der Red Zone. Field Goal Range ist erreicht. Punkte sind also fast fest verbucht. Und Peyton Manning wird aus der Shotgun feuern. Der Snap. Die Playcock läuft. Der Snap müsste eigentlich jeden Augenblick erfolgen. Da ist er schon. Erneut viel Zeit in der Pocket und wieder Decker, aber kein First Down. Und Injury Timeout. Uiuiui, ist Eric Decker angeschlagen. Eric Decker ist angeschlagen. 60 Yards hat er jetzt geholt und jetzt ist er angeschlagen auf dem Feld. Ich denke mal, das sieht nicht gut aus. Ein fetter Hit der Seahawks Defense und Decker ist erstmal out of bounds, out of play sozusagen. 7 Sekunden im ersten Abschnitt noch zu gehen. Die Broncos an der 14, der letzte Spielzug erst einmal. 2 Yards fehlen noch zum First Down, zum nächsten. Und das sieht bisher so ein bisschen nach Lauf aus jetzt. Über Bell kann ich mir vorstellen. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Manning hat anscheinend die Zeit und die Ruhe weg hier. Warum lässt er die Playcock laufen, wenn die Playcock kann er nicht laufen lassen? Ja, Flag. Na, abseits aber hat er rausgeholt. Oder ist sein Team ins Abseits gelaufen? Das wäre natürlich bitte. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ja, 5-Yard-Strafe gegen die Offense. Da sind sie selber schuld. 2. und 7, da sind sie wirklich selber schuld. Ins Abseits gelaufen, dadurch, dass einer zu früh gezuckt hat. Und dann ist man eben selber schuld, wenn man die Clock so weiter runterlaufen lässt. Zumal die ja überhaupt nichts mit der Regular Clock zu tun hat. Es ist ja nur die Zeit, um den Versuch auszuspielen gewesen. Die seht ihr ganz oben rechts im Bild, für die wenig Football bisher geguckt haben. Die Playcock ist die neben dem First State, die 007. Also nicht James Bond, sondern die Zeit. So, auf geht's. Jetzt hat er ihn schnell gecatcht. Peyton Manning, Wurf auf Thomas, First Down, Denver Broncos und damit 12 Yards rausgeholt von Thomas, dem besten Wide Receiver des Teams, statistisch muss ich dazu sagen. Es ist natürlich immer so, alles andere ist Ansichtssache. 2 Sekunden auf der Uhr und dann sollte es mit dem letzten Spielzug der Broncos an der 7 entweder zum Touchdown gehen oder halt zum zum Quarterwechsel und danach zu punkten. Da bin ich mir relativ sicher. First and Goal an der 7 und das Spiel ist rum, also die Halbzeit. Oh mein, das Quarter selbstverständlich ist rum. Ich bin ein bisschen aufgeregt hier, weil ich total dabei bin immer bei so Spielen. Es macht einfach richtig Spaß. Und ich melde mich gleich zum zweiten Quarter bei euch wieder. The Broncos on offense here to start the second quarter. So, und da sind wir wieder auf dem Feld an der 7-Yard-Linie der Seattle Seahawks. Haben die Broncos den Ball, können somit die ersten Punkte wohl auf die Habenseite bringen. Ich bin gespannt, ob per Touchdown oder Field Goal. Wie ich Seattle kenne, sollte es eigentlich ein maximal Field Goal geben, denn so sind die Spezialsituationen dieses Teams. Die können das richtig, richtig gut verteidigen. Das ist einfach mal so.
Und jetzt gucken wir erstmal, was machen denn die Denver Broncos. Eine Shotgun, Peyton Manning läuft den kleinen Kreis, wirft und intercepted von Kanzler. Intercepted vom Kanzler. Der erste Run von Peyton Manning Richtung Endzone und das super geschaltet. Das ist Seattle Defense. Super geil und Kanzler versucht das gar nicht, kniet ab und unterbricht den Spielzug damit in der eigenen Endzone. Das ist absolut sensationelles Play. Boah, was ein Fehler von Peyton Manning und damit geht es automatisch an die Touchback-Linie, die 20-Yard-Linie. Und die Ballsituation, ja, der Ballbesitz wechselt. Seattle jetzt wieder im Spiel, Vashawn Lynch und was ein Hit, Alter, Verwalter von Meissier. Ach du Scheiße. 3 Yards Raumverlust jetzt für Seattle mit was einem Monster. Ihr seht ja meist, wie heiß der ist. Und jetzt bam. Der fliegt ja vom Allerfeinsten, aber der fummelt nicht. Das ist eben ein Unterschied, das ist, macht ihn aus, Vashawn Lynch. Wow, jetzt muss man einmal durchatmen. Das war ja erstmal das erste Highlight im Super Bowl, war also ein Ballverlust von Peyton Manning. Und ich bin gespannt, was die Seahawks jetzt anbieten. Das muss ja nochmal ein Extra-Trip geben. Das war, oh, Vashawn Lynch erneut aufgehalten. Wieder kein Raumgewinn. Also, auch die Broncos sind hellwach hier. Immer noch 13 Yards zu gehen im dritten Versuch. Das ist schon nicht schlecht, wie sie das Ding verteidigen. Richtig, richtig, richtig gut hier. Ihr seht ihr Baldwin auch dabei. Der hat den Ball noch gar nicht gesehen heute. Tja, Russell Wilson hat auch noch nichts geworfen, muss ich sagen. Jetzt ist die Shotgun. Jetzt muss natürlich was kommen. Wilson kommt. Achtung, Druck. Wilson in der Pocket. Ball ist weg. Das ist der das ist der First Down. Das ist ein Punt für Seattle. Bitte um Entschuldigung für das Gestabbelte gerade hier. Ich muss mich sehr zusammenreißen heute, dass ich überhaupt sprechen kann. So, da ist der Punt von Ryan. Es steht weiterhin 0-0, also die Interception hat nichts gebracht. Wenn man so will, nicht mal ein First Down. Und Holiday wird aber auch direkt wieder gecatcht hier vom Gegner an der 41-Yard-Linie. Das heißt natürlich erneut Schwerstarbeit für Seattle Stephens. Und Peyton Manning kann sich erholen von diesem Bock, den er da gerade gerissen hat. Mein lieber Mann. Ja, aber das ist Seattle, die haben eine riesen Verteidigung und die können dann dieses in Anführungsstrichen stockende Offensivspiel dann auch sehr gut ausgleichen damit. Wilson hat da schon im Halbfinale gegen die Niners nicht seinen besten Tag, konnte sich dann auf Colin Kaepernick verlassen und ja darauf, dass er eben auch nochmal einen rausgehauen hat. Kaepernick mit einer Interception und er mit einem Monsterspielzug und dann am Ende reicht das, um eigentlich in einem verloren geglaubten Spiel in den Super Bowl einzuziehen. So muss man sagen. Und hier gab es die erste Diskussion. Guter Catch von Cardwell. Der wurde auch gleich nochmal angelabert hier von seinem Gegenspieler. Da muss man durch im NFL-Football. Das ist so. So, wir haben also noch eine halbe Minute bis zum Two-Minute-Warning in der ersten Halbzeit. Ohne Punkte. Ohne Punkte, aber trotzdem spannend, muss man ja sagen, aus diesem Spiel bisher. Und ich bin echt gespannt, wie es hier weitergeht. Jetzt kommen sie, die Broncos. 3 Yards noch zu gehen bis zum nächsten First Down. Und das wird dann wahrscheinlich automatisch mit dem Two-Minute-Warning kommen. Hoffentlich snappt Manning jetzt nicht wieder zu spät. So. Jawohl, Laufspiel über Ball und der holt das First Down raus und wir sind da mit dem Two-Minute-Warning angekommen. Wir sehen uns gleich wieder. Es steht immer noch 0-0 ohne Punkte im Super Bowl. Und ihr seht hier das letzte Instruktion. Da sind wir wieder. Letzte Instruktion von John Fox an seinen Star-Quarterback Peyton Manning. Gibt es jetzt die ersten Punkte nach der Interception von vorhin? Für die Denver Broncos, die bisher, denke ich mal, mehr Ballbesitz haben und damit auch die Kontrolle über das Spiel. Die stehen direkt in der Shotgun. Und ihr seht, das Manning hat ganz viel Zeit. Das ist ja nicht mal eine Pocket Thomas, guter Catch, aber nur 9 Yard Raumgewinn. Reicht nicht zum First Down. Denke mal, das war eine Kurz, oder? Ne, war keine Kurz, war ein Querlauf. Ja, sehr schön jedenfalls gemacht von Thomas. Gut gecatcht, guter Catch-Ansatz. Und da seht ihr, es sind gleich 2, die sich auf ihn stürzen. Da kann auch ein Receiver wie Thomas nicht mehr rausholen. Gute Spielansage von John Fox hier für sein Team. Und den 1 Yard in 2 Versuchen sollten die Broncos noch packen. Wären dann schon fast Richtung Red Zone unterwegs. Da seht ihr die Linie, die so gehen ist. Da seht ihr ein einziges Yard. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Manning geht in die Shotgun-Formation. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, auch wenn er nochmal audible hier gerade. Bin mal gespannt.
Also Seattle steht auch nicht so unbedingt tief, um eine Coverage per Passspiel zu verhindern. Das muss man auch mal klar sagen. Welker in der Mitte vom Feld, setzt sich durch, Wes. Welker, Touchdown für die Denver Broncos. Das war ein guter Wurf und das war gut von Welker durchgesetzt, dem ehemaligen Patriot Wes Welker. Es steht hier mit 6:0 für Denver und ihr seht hier John Fox jubeln. Genau, es gibt natürlich den Extrapunkt. Versuch gleich von den Broncos. Guter Catch, gut durchgesetzt hier. Charlin war nicht dabei, war nicht in der Nähe. Und ja, damit ist es passiert. Wagner kriegt ihn auch nicht mehr richtig zu packen. Und damit sind sie weg. Wes Welker setzt den ersten Touchdown, das erste Ausrufezeichen in diesem Super Bowl. 1:15 vor dem Ende des ersten Durchgangs. Und der Kick ist überraschenderweise gut. Also 7:0 für Denver. Jetzt sind die Kollegen aus Seattle natürlich gefragt. Ihr seht ja, Wes Welker, ein Catch, 39 Yards, ein Touchdown. So kommt man ins Spiel. Ne? So muss das sein. Vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren hat er den Ball gegen Eli Manning und die Giants noch als Patriot fallen lassen. Hat den Giants das Comeback ermöglicht und hat sie damit auch ins Spiel zurückgeholt und den Bowl mit verloren. Keine Frage. Deswegen bin ich da immer noch so ein bisschen zwiespältig, wie ich den Namen Wes Welker höre. So, was macht Tate? Tate kniet ab an der 20-Yard-Linie. Geht's weiter für Russell Wilson und die Seinen. 1:15, alle haben noch 3 Auszeiten, es ist noch alles drin in diesem Spiel, während wir hier Tate gerade gesehen haben. So, auf geht's, jetzt muss natürlich die Offense was zeigen aus Seattle, jetzt muss mal was kommen und Empty Backfield mit Russell Wilson, das ist hochinteressant, der meiner Meinung nach nicht gerade für die weiten Würfe berühmt ist. Und den wirft er aber gut, ein Ticken zu hoch, kann Tate nicht fangen, Incomplete Pass, 2:10. Seht ihr die Instruktionen von Pete Carroll, der natürlich auch ganz heiß ist, seinen ersten Ring hier zu holen mit den Seahawks. Wenn die Denver Broncos übrigens verlieren, sind sie Rekordverlierer im Super Bowl. Das will, glaube ich, kein Team der Welt sein, oder? Momentan mit 6 Pleiten im Bowl, gleich auf mit, glaube ich, 2 oder 3 weiteren Teams. Wenn sie verlieren, sind sie Rekordverlierer des Super Bowls. Auch nicht schlecht. So, jetzt aber zurück ins Spiel. Wilson jetzt auf Tate. Das war ein guter Catch von Tate. First down für die Seahawks. Gut nach draußen geschmissen, das Ding. Kurze, schnelle Pässe, das ist ja eigentlich auch das, was Russell Wilson ausmacht. Hier sehen wir es nochmal gut geblockt, gut gestanden von Tate und dann, ja, gut geholt. Sehr schöner Catch. Schön weit von der Coverage entfernt hier. 2 Mann zwar drumherum und Tate geht schön nach draußen, löst sich damit aus der Verteidigung, kann schön catchen. Und es ist immer noch viel Zeit auf der Uhr, wie ihr seht. 1:05. Die ersten Punkte sollten jetzt aber auch kommen. Auch wenn die Seahawks hier nach dem Ball haben, sollten sie diese Chance nicht ungenutzt verstreichen lassen. Und es ist noch ein weiter Weg, wie ihr seht, über das ganze Feld. Und nach der Halbzeit geht es nur mal hinten los. Und deswegen sollte hier mindestens ein Field Goal rausspringen. Wilson erneut im Passspiel auf Marshawn Lynch. Das war ein guter, kurzer. Und Marshawn Lynch mit einem schönen Spin-Move holt das First Down. Und da nehmen sie also ein Timeout zum ersten Mal, die Seahawks. Das war unter 13 Yards, denke ich mal, Raumgewinn für Marshawn Lynch, der bisher noch blass bleibt, kaum ins Spiel kommt, keine Laufspielzüge hier hat. 3 Versuche gehabt, 3-mal gestoppt. Und ja, da muss eben auch mal ein Russell Wilson zeigen, dass er nicht nur da ist, um den Ball an Lynch zu übergeben. 58 Sekunden noch zu gehen in diesem ersten Abschnitt. Und die Punkte für Seattle sind zwingend notwendig, damit sie nicht gleich richtig unter Druck kommen im zweiten Abschnitt. Wir gucken einmal, was jetzt der Spielzug ist von Pete Carroll, den er da seinem Quarterback mitgegeben hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Lynch jetzt wieder mehr ins Spiel eingebunden wird. Empty Backfield aber erst einmal. Das spricht dann natürlich dagegen. Wilson hat viel Zeit, aus der Pocket zu werfen. Er wirft gut und Rice ist da, fängt ihn ab. Guter Catch von Rice an der 38 der Broncos. Und erneut ins Aus, das heißt, erneut steht die Uhr. Wir sind sehr schön abgestoppt hier, sehr, sehr schön gut gecatcht und ja, ein bisschen Glück bleibt am Feld. So geht er raus, die Play Clock ist angehalten, aber auch weniger Yards logischerweise, als wenn er gelaufen wäre weiter. Egal, 54 Sekunden, wie gesagt, ist keine ganze Menge Holz auf der Uhr und da ist noch einiges drin. Das heißt noch nicht mal, dass das 7:7 zu Ende gehen muss oder 0:7 bleiben kann. Wir haben es ja eben bei Manning gesehen, der war auch einmal durch. Und hat intercepted. So, ein Snap aus der Gun erneut. Russell Wilson erneut kein Marshawn Lynch. Jetzt kriegt er aber den Ball und holt 6 Yards raus mit dem Catch. Ein Screen auf Lynch.
Also kein Laufspiel weiterhin. Das ist ein bisschen überraschend für mich, dass Seattle so auf das Passspiel setzt. Wie gesagt, es ist nicht gerade die Stärke des Teams eigentlich. Aber Lynch bekommt auch so seine Bälle und kann sich in Szene setzen, auch wenn er sicherlich durch mehr Lauf selbstverständlich mehr im Spiel wäre. Und das ist, glaube ich, auch eher sein Ding. So, erneut Shotgun-Formation. Aber diesmal ist Lynch neben ihm. Ballübergabe klappt gut. Rashawn Lynch. Und kaum sagt man es, Touchdown Seattle. Rashawn Lynch gleicht das Spiel aus. Und da freut sich Wilson zurecht über seinen fast schon MVP-Running Back, Rashawn Lynch. Ihr seht ja auch Jubel bei Pete Carroll logischerweise. Das Spiel ist also ausgeglichen, wenn der Extrapunkt gut ist, selbstverständlich. Fox ärgert sich. Ja, ich hab's euch gesagt, Leute. Die laufen und ihr verteidigt sie nicht. Dieser Mann ist aber auch schwer zu verteidigen. Er ist so ein bisschen wie früher im Fußball der FC Barcelona vor 5-6 Jahren. Du wusstest, was die Jungs machen, du hast sie aber nicht bekommen. Und so ähnlich ist es hier auch mit Rashawn Lynch. Die wissen, dass er läuft, aber der ist schnell und wendig und den musst du erst mal packen. So. Ist es jetzt so alles auf Null? Jawohl, also 43 Sekunden vor dem Ende des ersten Durchgangs. 7-7, alles steht auf Null. Hier habt ihr Rashawn Lynch, 42 Yards gelaufen, einen Touchdown dabei rausgeholt. Und jetzt kommt noch einmal Peyton Manning aufs Feld, der hat noch 3 Auszeiten. Das kann also noch dementsprechend lang dauern. Ich bin mal gespannt, der Ball ist jetzt wieder im Spiel. Die Uhr läuft erst, wenn der Receiver den Ball aufnimmt. So, Holiday holt hier gut was aus für sein Team. 25 Yards hat er geholt, 5 Yards schon mal mehr als mit dem Touchback, das ist ganz gut. Und jetzt kommt Peyton Manning zurück, 37 Sekunden auf der Uhr. Wie gesagt, im zweiten Durchgang bekommen die Seahawks den Ball. Jetzt ist also Denver so ein Mini-Druck da. Deswegen auch sofort die Shotgun-Formation von Manning und den Broncos. Guter Ball auf Welker, reicht aber nicht zum First Down, deswegen das Timeout hier logischerweise genommen. Ihr seht hier Richard Sherman, den vielleicht besten Passverteidiger der Liga, der sich ja mit den 49ers eigentlich komplett angelegt hat. Aber ganz besonders mit Michael Crabtree. Hat er ja richtig angezählt, der arme Kerl wusste gar nicht, was er wollte. Und natürlich kann man in der Stunde des Sieges dicke Hose machen. Das hat Sherman auch ganz gut rausgeholt. Und hat da vielleicht auch so ein bisschen vergessen, dass die anderen in seinem Team ebenfalls da waren und das Ding gewonnen haben. Nun ja, sei es wie es sei, wir gehen zurück in die Partie. 33 Sekunden lässt die erste Halbzeit noch spielen. Wir gucken, was noch geht, denkt sich wahrscheinlich Peyton Manning hier. Erneut Shotgun-Formation an der eigenen 34. Ist ein weiter Weg, aber nicht unmöglich für diesen Mann, der sich jetzt gerade weit zurückfallen lässt. Und Ball kann hier das Ding gut lösen, holt das First Down raus. Wunderbar, und erneut Timeout. Ja, logisch, dass sie das nehmen. 7-7 weiterhin. Und Ball holt das nächste First Down. Reicht natürlich so noch nicht, um in Field Goal Range zu kommen. Das heißt, der nächste Versuch muss schon ein bisschen weitergehen. Hier bekommt Wagner nochmal deutliche Anweisungen, wie er dieses Passspiel zu verhindern hat. Und Fox eben motiviert Peyton Manning. So, 25 Sekunden würde ich so sagen, maximal ein Lauf, aber ich glaube eher nur, dass sie Pässe spielen, da können sie noch so gute 5 Versuche ausspielen. Ist ein bisschen schade, dass man das nicht vordrücken kann hier, dieses Prozedere, aber naja, das gehört halt auch zum Super Bowl dazu. Da könnt ihr eine Tüte Chips rausholen, eine Cola trinken und gucken, wie das hier ausgeht. So. Auf geht's, erneut Shotgun. Alles andere hätte mich jetzt auch ein bisschen verwundert bei Manning. So, außen Achtung. Oh, Thomas war frei am Ball, bekommt ihn und so muss erneut ja ein Timeout her. Das war nicht gerade der cleverste Spielzug der Broncos und erneut 7-7 auf der Uhr, noch 19 Sekunden. Jetzt müssten sie schon spiken, wenn sie jetzt nicht gerade ins Ausgehen mit dem Pass. Ja, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Es muss eigentlich ein Pass nach außen sein. Alles andere macht jetzt keinen Sinn mehr, und zwar einen weiten Pass. Ich glaube, das kriegt er auch gerade gesagt hier, der gute Peyton Manning. Und ihr seht hier, Seattle ist angespannt, denn das kann hier schon das erste Zeichen sein dafür, dass man sagt, okay, wir kriegen die unter Kontrolle, diese Monster-Offense. Auf geht's, Getränk wird genommen und jetzt vielleicht der, ja, letzte oder vorletzte Drive, der letzte Drive auf jeden Fall, denke ich mal, in dieser ersten Halbzeit. So, Shotgun-Formation ist gewählt, nicht mal im Empty Backfield, ein Receiver, also weniger als gedacht. Und Caldwell holt den und Caldwell an der 40-Yard-Linie gestoppt, das heißt, das läuft aus hier, da können wir sicher sein.
Oder habe ich irgendwas verpasst? Nein, das wird auslaufen. Guter Catch hier von Caldwell, wie gesagt. Aber jetzt ist nichts mehr drin. Die Uhr läuft, wie ihr seht, runter. Es ist Halbzeit. 7-7 im Super Bowl zwischen den Denver Broncos und den Seattle Seahawks. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, wünsche mir einen Daumen nach oben und addet uns doch bei Facebook, helft uns ein bisschen, dass wir ein paar Leute mehr in die Community holen. Der zweite Part kommt am Montag, das heißt in der Nacht nach dem Super Bowl sollten wir dieses Ding hier auch entschieden haben. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich wünsche euch erstmal auf jeden Fall einen schönen Super Bowl und wir gucken, wie unsere Prognose ausgeht, oder? Stay tuned.